Hallo, ich bin Michael und das ist Vero. Und wir sind hier, um das YouTube-Game ein bisschen aufzumischen. Wir sind zwei kleine, unbedeutende Lichter im Wust von unfassbar vielen YouTube-Kanälen und versuchen uns da jetzt mit was unglaublich Kreativem wie Let's Plays durchzuschlagen. Wir haben uns für die erste Session einfach mal das Spiel Demon's Souls ausgesucht in der Originalfassung auf der PS3. Ich kenne es halb, sie kennt es nicht. Ich bin motiviert. Bist du motiviert? Ich bin auch motiviert. Ich bin sowas von heiß drauf, dass wir das jetzt hier mal durchzocken. Um in die Stimmung zu kommen, würde ich sagen, schauen wir uns erstmal ganz entspannt das Intro an. Und ich werde jetzt hier einfach mal wild aufs Spiel umschalten. Das hat geklappt. Ich bin ein technisches Genie. So, und jetzt kannst du schon mal anfangen. Mein Gott, ist das aufregend. Ich bin so bereit. Ich bin sowas von scharf drauf. Wir müssen jetzt erstmal einen wunderschönen Charakter erstellen. Das machen wir, nachdem wir das Intro uns angeguckt haben. Ach ja. Erstmal lehnen wir uns zurück und saugen diese ganz fantastische Atmosphäre dieses alten Spiels in uns auf. Also, gleich. So in den nächsten Minuten. Ich bete so ein bisschen dabei. Sein Hut so ein bisschen lustig. Das sieht aus, als hätte er so eine lange Nase da vorne. Musst du mal drauf achten. Ja. So einen kleinen Schnabel, so einen Entenschnabel. Der hatte da so ein bisschen Spucke im Maul. Zum Glück hatte er nichts zwischen den Zähnen. Das wäre unangenehm für ihn gewesen. Vor allem, er hat so viele Zähne. Das ist sehr wahr. Start. Ich drückte Start. Neues Spiel. Verbindungsaufbau nicht möglich. Das ist aber schade. So, ich bin dafür, wir machen die Rückkehr von Harald. Die Harald-Rückkehr? Harald die Frau. Harald die Frau? Bist du für Harald die Frau? Harald die Frau? Oder möchtest du interessanterweise sagst du die Rückkehr. Niemand kennt von der Rückkehr des grandiosen weiblichen Ritters Harald. Damit hätte ich ja fortgefahren. Harsald. Harsald. Harsald der Weise. In meinem ersten Durchlauf von Dark Souls habe ich einen Charakter gespielt, der hieß Harald. Und es war ein Weibchen. Wild. Und das möchte ich jetzt wieder. Und du möchtest diese Tradition fortführen? Ja. Du hast aber nicht nur in deinem ersten Dark Souls, sondern auch in deinem dritten Dark Souls Harald gespielt. Da habe ich auch Harald gespielt. Habe ich in Elden Ring nicht auch Harald gespielt? Moment. Nein, wir wollten. Wir haben Harald angefangen. Wir hatten Harald angefangen, aber nicht fortgeführt. So, du hast jetzt schon ein bisschen Erfahrung in diesem Spiel. Ja, du doch auch. Was sagst du jetzt, dass für eine Klasse wir nehmen? Also, man sagt ja sehr gerne, weil Magie kann man schön viel cheesen in diesem Spiel. Man könnte ja zum Beispiel einen Adligen spielen, weil du dann gleich am Anfang schon diesen Seelenfall hast.
Okay. Das ist nicht der Magier. Der Adlige, der heißt auch Adliger. Achso. Achso, das ist denn hauptsächlich raufhauen? Der hat ein Schwert, aber der hat auch automatisch gleich einen Seelenfall, mit dem du gleich alles wegsnipen kannst. Gut. Das ist dann so die Cheese-Variante. Harald war auch so ein bisschen unschön, sag ich mal. Das kannst du doch so nicht sagen. Aber war Harald jung oder alt? Alt. Sie, er. Man weiß es nicht. Aber Harald war auch schon sehr weiblich dafür, dass es ja, Harald... Ja, mein Gott, ich finde die in dem Spiel alle so hässlich. Was sind denn das für Fratzen? Was hatte denn Harald für eine Frisur? Das weiß ich nicht mehr. Ich bin dafür, wir machen lange Haare. So, das ist doch schön. Gewellte lange Haare. Muss ja nicht alles hässlich sein. Es kann auch was schön sein. Es ist auch mal ein bisschen Schönheit vonnöten in einer Welt voller Traurigkeit und Tod. Was für eine Haarfarbe hättest du gerne? Da gibt's ja nicht so viel Auswahl, glaube ich. Wollen wir rothaarig sein? Rothaarig, rot. Mach ihn rot. Ich bin dafür, Details machen wir gar nicht so, oder? Noch ein paar Details kannst du dir mal einstellen. Langweilen wir die Leute doch gleich im ersten Video mit sinnlosen Reglerdrehen. Ja. Oh Gott. Yes. Was ist das für eine Figur? Ich finde das gut. Oder würdest du lieber hübsch spielen? Ich finde das so schon sehr attraktiv. Kein Chirurg dieser Welt wird daraus noch etwas Hübsches zaubern können. Ich finde, ich mag das schon sehr gerne. Ich bin dafür den Mund kann man noch. Ich hätte gerne einen breiteren Mund noch so ein bisschen. Oh. Nee, schmal ist super. Oh ja, das ist gut. Ein Froschkopf. Aber wir wollen auch glücklich sein, ne? Wir wollen aber auf jeden Fall, wir sind so glücklich. Was machst du denn jetzt? Ich weiß nicht, was ich mache. Wir sind glücklich. Wir sind auf jeden Fall glücklich. Und wie mache ich den jetzt wieder breit? So ist gut. Ach du Heini. Wir haben einen Froschmenschen erstellt. Harald. So. Harald war aber kein Froschmensch. Bist du zufrieden mit Harald? Ich finde irgendwie seine Hautfarbe ein bisschen schal. Ich meine ihre. Ihre. Das bringt mich total durcheinander. Jetzt schon. Lass es doch. Du kannst doch die Hautfarbe einstellen. Nicht da. In Details. Allgemein. Details. Allgemein. Geh doch mal in die Details. Jetzt geht sie wieder raus. Hören Sie mir doch zu. Ah. War das da nicht drin? Nö. Schade. Findest du sie nicht gut so? Ja, ein bisschen grau, ne? So? Ist schon sehr grau, die Frau. So besser? Was? Die Hautfarbe? Ja. So? Nein. Das Norden hat mehr so einen rötlichen Touch, Westen ist, keine Ahnung, sie sehen wir alles gleich aus. Dann nimm den Norden. Nimm den Norden. Nimm den nordischen Typ. Bist du zufrieden mit Harald? Klasse, adlig, weiblich, Harald. Ja, mehr kann man auch nicht einstellen. Kingerland. Und jetzt Story. By channeling the power of souls. Brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. Ich möchte aber zurückkommen. Of the royal twin fangs. Wohin? Free from the fog. Nach Hause. And told the world of Boletaria's plight. That the old king Alant had aroused the old one, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber. And that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls also lose their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns. Valarfax spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors were drawn to the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs.
Yurt the Silent Chief. Sage Urbane. Skurver the Wanderer. The Sixth Saint Astraea and her knight Garo Vinland. And Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Severe. Has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? Nein, das erste. Ich bin auf einer Mission. Ja, möchtest du. Wenn ich es nein drücke, habe ich schon durchgespielt. Nein, aber dann überspringst du das Tutorial. Achso. Oh, da sind wir. Da ist Harald. Brave soul, he fears not death. I shall guide you. Ich finde uns schon schön. So that you may lull the old one back to slumber. Wir haben was vergessen. Was? Harald war ja eigentlich so ein bisschen breiter. Jetzt hat Harald seit Elden Ring geschafft. Ja gut, es ist, man muss aber auch bedenken, es ist Demon's Souls, ne? Ja. Er kann ja halt im Laufe der Jahre halt sie, entschuldigen Sie bitte, die im Laufe der Jahre zugenommen haben. Ja gut, dann ist das hier Haralds bevor er sich das erste Mal durch Traurigkeiten und immer wiederkehrenden Tod kämpfen muss. Nachricht lesen. Ja, erstmal heilen. Oh. Das nicht vergessen, das sind PlayStation-Anzeigen. Ah. X ist A. Ich muss da reinkommen. Ich schaff das. Du schaffst das schon. Ich bin gut. Oh, der piekst ja so lustig. Ja, er hat einen Pieksdegen. Ich piekse dich. Ja. Nicht pieksen. Pieks. Piekse sie. Wo bist du? Ich piekse dich. Piekst du sie wirklich? Oh. Ich piekse sie zurück in ihr Leben. Aus ihrem Leben. Aus dem Leben gepiekst. Ich piekse dich. Ach ja, man hat ja Energie hier. Ja. Das ist kein Sekiro. Ja, da kann man drauf rumstochern, wie man möchte. Pieksen. Ah, Menschen. Pieks, pieks, pieks. Piekse sie. Das ist natürlich praktisch für enge Gänge. So ein Pieksangriff. So ein Pieksi. Ist ja auch einer zum Pieksen? Nein. Er ist schon tot. Ach so. Er möchte dir nur seine Überreste geben. Was denn? Hast du dich schon wieder geheilt? Ja. X ist A auf diesem Controller. Ja. Ich bin durcheinander. Du brauchst nicht durcheinander sein. Ich bin manchmal ein bisschen durcheinander. Aber das ist in Ordnung. Manche Dinge passieren. Und manche Dinge passieren nicht. Und manche Dinge passieren nicht. Soll ich da runter? Das ist eine wilde Theorie, wie du aufstellst. Dass manche Dinge passieren und manche Dinge passieren einfach nicht. Manche Dinge passieren, manche passieren nicht. Und dann sollten manche Dinge einfach nicht passieren. Ich habe ein bisschen gerollt, jetzt piekse ich wieder. Dich piekse ich auch weg. Pieks, pieks, pieks. Lass dir eigentlich was fallen? Nein. Einen noch. Was zum Pieksen. Ist schon ganz aufgeregt. Da war sein Freudenschrei.
Und noch eine. Hau ihn weg. Pieks. Klack. Kann ich noch was so Cooles sammeln? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Berühren Sie den Keilstein. Ja. Das ist starker Pieks. Das ist der Super Pieks. Lass mich einen Super Pieks an dir ausführen. Nee, ich will den normalen Pieks. Zack. Souverän. Der hat sich ja nicht mal gewehrt. Parieren. Das haben wir jetzt ja ausreichend geübt in Sekiro. Oh. Okay, lass mich es mir ausholen. Nein. Ich möchte das nicht. Ich werde auf die normale Art und Weise zurückgreifen und nicht parieren. Ich habe mich dazu entschlossen, es ist mein freier Wille, nicht zu parieren. Parier mir. Er hat ein Leuchtegesicht. Los. Parieren Sie. Achso, Energie. Energie, ja, Ausdauerleiste. Vergessen Sie die Niese. Diese nie. Vergessen Sie die Niese. Waffe weiterhin nicht führen. Ja, das will ich. Ich brauche keine Abwehr. Komm. Was? Beidhändig? Sind Sie denn wild? Ja. Ja, aber er blockt doch. Da wird doch das Schwert ganz stumpf. Warum? Ach so, man kann da auch hinter dir laufen, ne? Ja. Man kann sie auch backstabben. Aber du kannst sie auch einfach kontern. Ich muss doch parieren. Ja, das wollen sie ja von dir. Deswegen blockt er die ganze Zeit. Ja, nee. Das war nicht korrekt. Was macht er denn da von Dance Move? Also entweder greift er an oder er blockt. Aber nicht beides. Ich kann nicht parieren. Aber er möchte, dass du parierst. Wir sind hier im Tutorial. Ich schaff das nicht. Du schaffst das. Ich kann nicht parieren. Es sieht doch immer aus, wenn du blockst, du musst die andere Taste drücken. Ach, die? Oh, ich habe die ganze Zeit die falsche gedrückt. Oh. Ja, es gibt hier extra eine Taste für diese wunderbaren Move. So. Wusste ich. Das wusste ich. Ja. Das hat vielleicht bei Sekiro funktioniert, aber hier funktioniert das noch nicht. Das wusste ich natürlich. Ich bin schlau. Waffe wechseln. Ah ja, du kannst ja Waffe wechseln. Hast du schon deinen Zauberstab? Ja, guck, da ist dein komischer, lustiger Zauberstab. Jetzt kannst du mit dem Magie schießen. Auch mit dem Angreifding einfach? Ja. Ein bisschen Magie ins Gesicht. Also wenn ich jetzt einfach den mache? Pum. Alter. Die ist super stark, die Magie. One-Hit-Shit. Das ist ja witzig. Das ist ja einfach... Einfach einmal reingehauen. Einfach einmal reingeschossen. Da kriege ich ein bisschen Gras für. Kann ich da runterspringen? Ach ne, man kann ja nicht springen. Doch. Nee, in dem Teil kann man wirklich noch nicht springen. Nicht mal mit Sprinten. Ich habe einen Raum gefunden. In diesem Raum befindet sich eine Treppe. Oh nein, Videospiellogik. Ich kann hier nicht vorbei. Oh, ein Mensch. Pass auf. Oh, der hat mir ausgehalten. Oh. Dann piekse ich noch ein bisschen. Piekse ihn. Den piekse ich auch nochmal. Ja, ich habe ihn nicht avisiert. Er ist tot. Dort ist seine Wand. Eine Nebelwand. Dort ist eine Nebelwand. Erstmal gucke ich hier. Aber was macht diese Nebelwand? Diese Nebelwand ist. Wird sie uns in das Tal voller Reichtum und Freude führen? Oder in das Tal voller Verderben und Tod? Naja. Führt uns in einen Gang. Sieht auf jeden Fall nicht nach traumhaften Goldhaufen aus. Ach, ich finde den ganz hübsch, den Kerl. Es ist eine gute Entscheidung, dorthin zu gehen. Denn dort gibt es Items. Items für uns. Für unseren Gebrauch. Halbmondgras. Gibt es auch Vollmondgras?
Gibt es auch Vollmondgras? Es gibt alles Gras. Dreiviertelmondgras? Es gibt Halbmondgras, es gibt zunehmenden Mondgras und so weiter. Gibt es auch ein Viertelmondgras? Ist das nicht zunehmender Mond? Eher. Ich weiß es nicht, in welche Richtung das war. Oh. Oh, ein Vorreiter. Ich hau dich kaputt. Ja. Das hat wirklich ganz hervorragend funktioniert mit dem Kaputthauen. Er hat so diese Uno-Reverse-Karte gezogen und dachte sich nur so, wie ich gesagt habe, ich haue ihn kaputt. Aber er dachte sich so, nein. Ich habe nie Uno gespielt. Deswegen habe ich keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Junge Frau. Ich möchte diesen Kanal alleine fortführen. Let strength be granted, so the world might be mended. Ich bin Vero. So the world might be mended. Ich werde dazu nichts sagen. Guck dir Harald an. This is the Nexus. It holds together the northern land of Boletaria. Thou canst not exit the Nexus, but each of the five archstones will connect it. Die klingt so ein bisschen russisch, oder nicht? Findest du nicht? Nö. Ich finde, die hat so einen Akzent. Wie du darauf jetzt kommst. Darauf trinke ich ein wenig. Da sitzt er. Hallo. Der obligatorische, traurige Ritter. Mein Gott, sind wir hübsch. Or to save this land and be remembered as a hero. Wie sie guckt. Hunting for demons? Try one of the archstones. Stimmt, darüber musste man überall hin, oder? Korrekt. To this accursed Boletaria. You came for demon souls? It's all the same. You're just another prisoner of the Nexus. Guck uns an. We're welcome here. Aber wir sind glücklich. As long as we keep slashing up demons. Ja, auch. Eigentlich. Das klang sehr glücklich, das Lachen. You came for demons. Jetzt wiederholen wir uns. Immer reden, bis sich alles wiederholt. Wie in jedem Spiel von From Software. Kann ich mit der auch reden? Oh, nee, das ist eine Statue. Nein, das ist deine Oh Gott, dreh dich bitte nochmal um. Um Himmels Willen. Hallo, ich bin Harald. Ich bin Frau Harald. Mein Name ist Harald und mein Nachname ist auch Harald. Dieser Mund. Ich bin Frau Harald Harald. Wer würde diesen Mund nicht küssen wollen? Los, komm. Ach schade, jetzt komme ich nicht mehr dicht genug ran. Sitzen da schon noch mehr Leute? Oh, da sitzen noch das mehr. Das ist dein Hub. Du hast da alles mögliche. Stockpile Thomas. Thomas. When the scourge came, I didn't know what hit me. When I came to, I found myself here, in the Nexus. My wife and daughter fell victim to the demons. But I would be worthless in battle. At the very least, I hope to lend my assistance to you brave slayers of demons. I would be happy to lighten your load and look after any excess baggage. Ich vertraue dem nicht. Doch, das kannst du. Er will bestimmt meine Sachen klauen, wenn ich ihm das gebe. Nein, denn Demon's Souls hat dieses unglaublich großartige Feature, dass du nicht nur Ballast hast oder Maximalgewicht für Waffen und Ausrüstung, sondern auch für Gegenstände. Das war's denn mit dieser Videoreihe. Ist das nicht großartig? Wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Ist das nicht super? Du musst auch deine Items ablegen, weil die sonst zu schwer werden. Ich möchte es alles nicht. Und das ist dein Schmied. Just an ordinary blacksmith. Der Schmied. It's simple. Just bring me all the souls you can. In trade, I'll give you weapons or forge ones you already have. With your souls, I can eke out a living. And with my weapons,
Das klingt guck gut. Guck mal im Hintergrund. Was denn? Das ist super. Was denn? Der Thomas da hinten, der schaut dir die ganze Zeit hin her. Oh, warum gehst du denn jetzt weg? Thomas. Jetzt redst du mit dem. Ja, komm Thomas, zu mir. Thomas Hallo. Thomas Mausi. Guck mal, ich bin wieder hier. I would be happy to lighten your load. Thomas, ich hab dich lieb, weißt du? Ich red nochmal ein bisschen mit dir. When the scourge came, I abandoned my wife and daughter and fled like a madman. When I came to, I was in the Nexus. I haven't dared venture outside these walls since. I wish I could do more, but I am ignorant of the world beyond these walls. Weißt du, er erzählt dir seine traurige Lebensgeschichte und du lachst. Ich muss lachen, weil ich so unfassbar schön aussehe. For me during my first days in the Nexus. She says very little, but has a kind heart. She's just the age my young daughter would have been. The poor, poor girl. Trapped here with her eyes occluded by wax. If only something could be done to help her. So fühle ich mich, wenn ich meine Kontaktlinsen reinmache. Was ihr da wohl widerfahren ist, hat sie vielleicht zu viel mit Kerzen gespielt? If only something could be done to... Man weiß es nicht. Ich helfe deiner Tochter, Thomas. Thomas, du bist jetzt mein Lieblings-NPC. Deine Tochter? Wieso seine Tochter? Er hat doch gerade von seiner Tochter geredet. Seine Tochter ist doch... Nein, was? Er hat doch gesagt, wenn ich nur irgendwas machen könnte, ihr helfen zu können. Ach so, hat er? Ja. Oh, habe ich nicht aufgepasst. Thomas, da war ich ein wenig unachtsam. Thomas, du bist jetzt mein Hasi. Mein Hasi-Mausi. Hasi-Mausi? Thomas ist mein jetzt, Schatz. Hasi-Mausi ist jetzt immer für dich da. Das ist mein Hasi. Der nimmt dir dein ganzes Ballast von den Schultern. Hasi-Mausi ist super. Und der andere macht dich stärker. Da sind, glaube ich, noch mehr. Du musst hinten um die Ecken laufen auch. Kann ich hier auch ein bisschen balancieren? Ja. Ich erkunde hier ein bisschen und dann bin ich dafür, machen wir das so, wenn ich sterbe, bin ich genervt und du bist dran. Du musst nicht genervt sein. Das möchte ich aber nicht alles lesen hier. Das brauchst du auch nicht. Du hast deinen Fokusgegenstand aus. Aber den hast du doch schon. Denn ein Fokusgegenstand kann man auch einfach als Zauberstab bezeichnen. Guck, er guckt dir immer traurig hinterher. Jetzt geht sie wieder weg. Hallo Thomas. Tschüss, Thomas. Wo muss ich noch lang gehen? Hier? Hinten, da sind auch noch welche. Ist alles so groß hier. Auch so dunkel. Also irgendwann sind da zumindest Leute. Irgendwo. Da kommen immer mehr dazu. Guck, da ist doch jemand. Wer sind Sie denn? Oh my. How is this happened? Das frage ich mich ständig. Has God abandoned us for failing to show proper respect to King Alant? Oh, Mbasa. Oh, Mbasa. Rede mehr mit mir. Rede mit mir. Was machst du denn da? Ich brauche Freunde. Bitte reden Sie mit mir. Oh, Mbasa. Sie möchte nicht mehr mit mir reden. Ich bin dafür, wir starten jetzt ins Abenteuer. Hast du denn alles erledigt, was du erledigen willst? Ich gucke nochmal hier oben lang. Kann man hier eigentlich auch attackieren? Was kann man markieren? Man kann hier auch attackieren, okay. Ja, leider kann man das. Denn wie in jedem From-Software-Spiel kann man natürlich auch jeden NPC umbringen. Ich weiß nicht, warum... Ob das so sinnvoll ist? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß nicht, warum du mich so anguckst. Ich weiß auch nicht, warum der Schmied hier jetzt mich so verlockend anguckt. Ich berühre das jetzt. Was ist nicht mehr so mit Schmieden? Weil wenn sie André heißen. Es tut mir immer noch leid. Ich hab den Schmied angegriffen. Palast von Boletaria. Was war das denn jetzt für ein Move? Ich fasse das hier an, da muss ich das auch in echt mit anfassen. Das ist für den Vibe, das es so rüberbringt, weißt du? Ich bin bereit für dieses Abenteuer. Jetzt geht's erst richtig los. Ich bin bereit zu pieksen. Und zeig dir jetzt erstmal, was als erstes kommt. Wieder ein Drache. Erstmal einen Riesendrache präsentieren. Das kommt immer gut. Wie bringt aber das Pack, du? Immerhin kriege ich vom Controller gerade eine Handmassage. So, jetzt geht Dark Souls erst richtig los. Ich meine, Demon Souls. Ja. Gleich erstmal ein Item glutet. Spiel zu Ende. Wie? Fertig. Nee, falsche Richtung.
Items. Gib mir. Nimm das Item. Nimm es. Zunehmender Mond. Das ist Harald. Kannst du mal in dein Menü reingeben? In dein Ausrüstungsmenü. Weil die scheißen dich jetzt natürlich auch komplett erstmal dein ganzes Menü zu. Hau das erstmal alles raus. Alles weg. Weg. Das auch? Das ist, glaube ich, ein gutes Gras. Sichelmondgras, das ist das erste. Okay. Hier das reicht für unseren. Ich habe noch nichts weiter, ne? Nee. Guck mal, du bist jetzt auch nur in Geisterform. Was natürlich super ist, weil jetzt hast du natürlich nur eine halbe Lebensenergieleiste. Oh, warum? Das Spiel wird immer zugänglicher, merkst du? Ist das wie im zweiten Teil, wo man immer weniger... Nein, es ist hier noch besser. Da ist ja schon jemand. Du kannst sie, glaube ich, nur wieder menschlich werden, wenn man durchs Feuer läuft. Ich muss mal kurz klarkommen. Ich würde gern magieren. Pumps. Jedenfalls kann man nur menschlich werden, wenn man Bosse besiegt, glaube ich. Und irgendwas gab es noch, aber ich habe es vergessen. Dafür kenne ich dieses Spiel zu wenig. Aber auf jeden Fall nach dem Boss bist du wieder menschlich. Wir werden es jetzt herausfinden. Und geschlagen werden. Ich habe dich in dem Moment angeguckt. Ja, du musst dich konzentrieren. Ich bin zu gut, ich muss mich... Lass mich nicht dein Fokusgegenstand sein, sondern lass das Spiel dein Fokusgegenstand sein. Geht doch. Achtung, lass die nicht in den Rücken springen. Klonk. Und noch einer. Ich höre da schon noch jemanden. Da kommt einfach noch einer. Der läuft ein bisschen ungesund. Ja, ich glaube auch nicht, dass er noch so ganz am Leben ist. Du musst immer darauf achten, ne? Deine Mana-Leiste ist jetzt natürlich auch noch nicht so gut. Quatsch, alles gut. Irgendwann ist halt auch alle, ne? Und da kommen halt noch ein paar. Ich piek's ja schon. Piek's ein bisschen. Piek's. Ich will dir natürlich nicht reinreden, ich sag's aber nur. Da kommen so viele, der dreht er voll ab. Au, au! Ja, es gibt dort Leute, die haben natürlich auch ein paar Aggressionsprobleme. Das ging zügig. Du solltest noch einmal versuchen. Ich mach das nochmal. Ich habe Geld verloren. So, ich piek's jetzt von Anfang, kann man ja auch schleichen, ne? Denn ich habe jetzt natürlich den unglaublichen Vorteil, dass ich das schon kenne. Deswegen solltest du das besser erkunden. Das ist okay. Wahrscheinlich viel aufregender. Pieks. Piekse sie. Wo ist der nächste Pieksmann? Pieks. Steht da noch irgendwo ein Pieksmann? Da sind Pieksmänner. Mann, ja, du bist so langsam. Ich möchte das alles nicht. Das ist mir zu langsam. Was ist dir zu langsam? Ich bin mir zu langsam. Du musst blocken. Ach ja, das muss. Ich bin noch. Weißt du denn nicht, dass du das Schild hochhalten musst? Ich bin noch in dem anderen Spiel. Musst du erstmal reinkommen. Wir sind hier nicht mehr bei Sekiro. Ich schaff das. Ich bin gut und ich bin stark. Und mit einem starken Willen schaffe ich alles, was ich möchte. Denn ich bin gut. Und vergiss deine Seelen nicht einzusammeln. Ach ja, das ist ja hier auch wieder. Uiuiui. Die mache ich so, komm, die haben mir zu viel Aggression. Endlich wieder ein Spiel, wo man über Seelen sprechen kann. Die haben mir alle zu viele Aggressionsprobleme. Sind das die da? Ja. Ja. Den piekse ich jetzt aber. Pieks. Oh. Muss mich gerade hinsetzen. Dann kann ich den Bildschirm besser erkennen. Pieks. Kann dir noch jemand pieksen? Ja, aber piekt einer aus der Distanz. Kann ich auch. Ein Distanzpiekser. Oh. Ja, das hat gut funktioniert. Fokussieren doch. Hallo?
Double Shot. Menschenskinne. Komm ran hier. Ich piekse dich. Pieks. Ihr gebt mir alle Sachen zum Einsammeln. Was hier aber wieder super ist, man kann unendlich viele Heil-Items mitnehmen. Gut, die füllen sich nach dem Tod auch nicht wieder auf. Aber du könntest in so einem Bossfight natürlich auch mit unten alles voll mit Heil-Items gehen. Dann kannst du natürlich eigentlich auch nicht sterben. Aber die sind halt auch schwer, oder? Geht ein bisschen. Ah. Das, was ich gespielt habe, war noch okay. Ich piekse. Ah, da ist noch jemand. Ich muss essen. Ist so unfassbar dunkel. Ich muss mir wieder angewöhnen, mit Schild reinzulaufen. Mit Schild zu laufen. Schild hoch und vorwärts gehen. Brandbombe. Hallo, ich bin hier, um gehauen zu werden. Aber du haust auch zurück. Pums. Ja, ist gut, wenn er es nicht fokussiert. Ach. Es ist immer das Spiel schuld. Ich bin daran nicht schuld. Natürlich nicht. Ich werde daran noch nicht schuld sein. Ich möchte das nicht. Was möchtest du nicht? Ist doch nur Nebelwand. Was soll denn schon Schlimmes in der Nebelwand passieren, außer dass dir einer auf den Kopf haut? Das machen sie doch sowieso schon die ganze Zeit. Ich kann mir die drehen. Ich kann das alles nicht. Guck mal, gar nichts passiert. Mehr Mut zur Nebelwand. Ich komme da nicht vorbei. Unbekannte Soldatenseele. Ein Seelencontainer. Kettenbrecher ist der stärker. Oh, Kettenbrecher. Möchtest du ihn mal angucken? Weiß ich nicht. Muss mal gucken, ob ich hier abgeworfen werde. Aber es ist halt auch kein Pix mehr, ne? Weiß ich nicht. Ist ja auch so eine Dingswaffe, oder? So eine kleine, schnelle Stichwaffe. Du wirfst mich hier ab. Kannst du dir zumindest mal angucken. Wo ist er denn? Da. 70. Die ist ja schlechter. Das brauche ich nicht. Ist ja Blödsinn. Hallo. Oh, hallo. Du mit deinen Brandbomben. Ach, Energie natürlich. Ich muss essen. Ich muss. Du lebst schon richtig das Gangsterleben. Wieso? Erst jemanden abstechen und dann ein bisschen Gras schmeißen. Das ist schon. Ich kann nicht reden. Ich habe verlernt, wie man spricht. Jetzt schon? Ja. Ich habe verlernt, wie man kommuniziert. Noch ein Kettenbrecher. Der kommuniziert doch einfach wie die. Ich will da rein. Kann ich mich bestimmt fallen lassen von oben. Ich bin smart. Und man nennt mich auch Smarty. Versuche jetzt den nächsten zu parieren, weil ich so gut bin. Oh, jetzt drehst du. Jetzt willst du es wissen, wa? Jetzt kommen die Pro-Skiller-Moves. Weil Demon's Souls ja noch nicht schwer genug ist, machen wir es noch schwerer. Oh, und Stich. Ich sag ja, ich bin gut. Machst du das aber nochmal? Nein. Oh, und nochmal. Zack. Und direkt in den Magen. Da hast du gleich noch eine Magenverkleinerung umsonst mit dazugegeben. Ja, ich schenke dir ein paar Sachen. Die Frage ist jetzt, wo ist der Dude? Items. Eben war. Ist es der, wo kann ich mich hier fallen lassen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht.
Da ist er. Wie komme ich da hin? Gar nicht. Na gut. Dann ist das Item halt... Ah! Warum hast du mir nichts gesagt? Du hast gesagt, du möchtest das Spiel auf eigene Faust erkunden. Aber ja, ich wusste, dass dort eine Kugel kommen würde. Warum hast du es mir nicht erzählt? Warum bist du nicht nett zu mir und erzählst mir dieses? Weil Dark Souls nicht nett ist. Demon's Souls. Ich rede von Demon's Souls. Aber du bist nett. Aber jetzt kannst du endlich zu den Toten und dir das Bastardschwert holen. Kannst du wahrscheinlich eh nicht führen. Was ist denn? Da, 95. Aber wir brauchen, wo stand denn das jetzt nochmal? Statusanzeige ändern. Wo steht denn hier jetzt, was du da brauchst? Oh, ist das also umständlich. Kannst du das anwählen? Gegenstandsanzeige. Ja, nee. Das möchten wir nicht. Gegenstandsanzeige. Kannst du das mal anwählen? Da! Und wo ist er jetzt? Wo ist er denn jetzt? Wo ist denn das Bastardschwert? Was brauchen das? Wo steht's denn jetzt? Da! Beweglichkeit 18. Da habe ich 12. Beweglichkeit? Das sieht aus, als wenn ein Stärkezahl-Symbol wäre. Da stand Beweglichkeit. Ja? Ja. Willst du es nochmal sehen? Ja, bitte. Ich glaube das nicht. Ich habe meine... Falsche Taste. So, wo siehst du jetzt Beweglichkeit? Und woran siehst du, dass das Beweglichkeit sein soll? Hä? Drück mal Select. Das war nicht Select. Bastard, Select. Das Ding. Ja. Sah aus. Ja, wie sieht das aus? Wo habe ich das Wort gelesen? Wo habe ich Beweglichkeit gelesen? Das frage ich dich nämlich. Denn für mich ist das ein Stärkeschwert. Das ist nämlich ein Anderthalbhänder. Wo habe ich das Wort Beweglichkeit gelesen? Wir lassen das. Ich habe nie etwas gesagt. Ja. Ich habe nie etwas gesagt und es kann jetzt weitergehen. Aber ist das nicht super? Was denn? Dass das nur mit Symbolen arbeitet, mit denen man eigentlich erstmal nichts anfangen kann? Ja. Hallo. Oh, man muss natürlich auch angreifen, wenn man das macht. Oh, ich habe keine Energie mehr. Bitte, gehen Sie weg von mir. Ja. Kann dein Schild überhaupt 100% blocken? Nö. Natürlich nicht ein Anfangsschild. Ich sehe so wenig. Das Spiel müsste man irgendwie heller stellen, glaube ich. Geht das? Du siehst nichts? Also ich sehe eigentlich hervorragend. Von hier oben. Ich sehe nichts. Vielleicht musst du einfach ein bisschen wachsen. Ich habe schon wieder was genommen, was ich nicht wollte. Ah! Ah! Ich komme nicht weiter. Ich hänge fest. Wo jetzt versuchst du aber auch wirklich alles zu parieren, oder? Ach so, ich habe die hintere Taste gedrückt. Mann, da, ich will zu dem da. Der geht mir auf den Spaß. Der geht mir auf den Spaß. Wolltest du das Wort mit S sagen? Ich wollte das S-Wort sagen. Ich möchte nicht sterben. Dann heil dich doch einfach. Ich bin noch zu jung dafür. Sichelmondgras. Haus rein. Dann haben wir bald keins mehr. Dann haben wir... Mann... Ich habe das Gefühl, du bist immer noch in diesem aggressiven Modus von Sekiro drin, ja. Kann das sein? Ja. Und so verläuft das nicht. Da ist bestimmt noch einer. Ein Blauauge. Ach, weißt du was? Was kommt denn jetzt? Ach so. Natürlich. Peace. Ja. Oh, nein, ich möchte nicht auf der Treppe kämpfen. Gehen Sie weg von mir. Da hat sie ihn gekontert. Ja, und dann hat sie ihm einen Seelenpfeil ins Gesicht geschossen. Das ist ja ärgerlich. Möchten Sie noch mal verärgert sein, junge Frau?
Ich bin jetzt. Wir waren kurz vor einem Shortcut. Dann hätten sie sich mal ein bisschen den Shortcut gehabt. Warum geben sie mir denn jetzt so traurig das Gameplay? Ich brauche eine Pause. Ich möchte das nicht nochmal tun. Jetzt soll ich meinen Skill beweisen. Ja. Jetzt bist du. Das ist jetzt das erste Mal, dass du deinen Skill beweist im Internet. Dem Internet den Skill beweisen. Wieso ist da eigentlich so ein Mauszeiger im Weg? So. So ist besser. Das haben wir auch nicht weggeklickt. Ja. Ist auch egal. Hallo! Wer hat denn hier noch den Zauber ausgewählt? Du wolltest den Adligen spielen. Ja. Und? Ich bin aber auch der wilde Stecher hier. Zack. Ich schnetzel mich durch die Menschenhorden, als wären sie Butter. Pieks, pieks. Pieks, pieks. Du darfst nicht sterben, dann sind alle unsere Seelen weg. Wir hatten so viele. Wollen Sie mich noch ein bisschen mehr unter Druck setzen? Ja. Wenn du stirbst, haben wir ganz unsere Anfangsseelen versaut. Ja, aber ich hab sie doch nicht so kilometerweit weggelegt. Ja, aber es ist deine Schuld, wenn du jetzt nochmal stirbst, weil dann sind sie alle weg. Und überhaupt, warum habe ich keine Heil-Items mehr? Wo sind meine Heil-Items denn bloß alle gelandet? In Haralds Bauchi. Was macht das denn für ein Move? Harald hatte Lust auf ein wenig Gras. Oh. Zack. So. Oh. Ist jetzt hier Ruhe? Nein. Oder was? Nein, ich höre irgendwas. Was läuft denn da? Hallo? Ach. Oh, dieser Stress. So ungewohnt. Was, wo kommt er denn jetzt noch wieder her? Ich bin ein bisschen außer Übung, habe ich das Gefühl. Der Adlige ist schon so ein bisschen... Ich habe halt bisher immer nur Stärke gespielt, ne? Ja, aber es ist ja halt auch trotzdem immer noch ein Schwert. Na, wenigstens ein bisschen Sichelmondgras. Ein bisschen heilen darfst du dich, du brauchst ja nicht so viel. Nein! Ich habe alles unter Kontrolle. Hallo. Ah ja, jetzt wäre Zeit für ein bisschen Beschuss. Ein blaues Schüssli. Ja, was willst du denn jetzt noch von mir? Was mischst du dich denn hier jetzt eigentlich ein? Weißt du? Man möchte sich hier mal mit dem Dude oben auf seinem Turm unterhalten und dann kommen immer irgendwelche Kasper dazwischen und wollen sich da auch noch einmischen. So, jetzt hier, pass auf, jetzt bumse ich hier mal. Puff! Guck mal, ich bin viel stärker. Als er mit seiner komischen Armbrust. Kannst du dich da fallen lassen? Soll ich es mal machen? Was passiert dann? Sind denn die Seelen weg? Bestimmt. Mach's mal. Nein. Aus Erfahrung sage ich dir, dass ich das jetzt nicht machen werde. No fun. Hast du das schon mal getan? Ja. Was passiert dann? Man ist tot. Oh. Man ist halt tot. Warum machen die sowas? Warum machen sie sowas denn nicht? Weißt du das denn nicht? Der Spruch, Neugier war der Katze tot? Nö. Ich auch nicht. Flup, flup, fix. Ich möchte einen Backstab versuchen. Ja, das hat... Ja, komm, rein in die Nieren. So. Es ist an der Zeit, direkt ein Talent von mir zu zeigen. Ich gerade geklatscht habe. Hast du es? Ja. Das wollte ich loswerden. Das wolltest du einmal loswerden? Danke. Und jetzt weiter im Programm. Nein, nein. Aus. Spiel sagt nein. Gib mir lieber eine... Nein. Eine Brandbombe brauche ich ja nun wirklich nicht. Ich würde mich heilen. Gib mir lieber ein bisschen Gras. Moment. Leute, gebt mir Gras. Ich will all euer Gras. Bist du süchtig? Selbstverständlich. Aua! Hör auf, mich zu pieksen. Oder zu schlagen. Alter! Oh! Jetzt wirft er wieder mit Feuer um sich. Ich möchte das nicht. Ich habe dieses Spiel sowas von gar nicht mehr drauf.
Wir haben witzige Schuhe. Wie? Hallo? Komm, lass mich mal. Hier, zack. Weg mit dir. Da fliegt er. Auch mit dir. Weg. Komm. Flup. Wir haben keine Zeit. Wir brauchen unsere Seelen wieder. Und noch einer. Wieso hat er den denn jetzt nicht gebackstabbt? Er wollte es nicht. Und der lässt mich nicht vorbei. Ach. Zack. Weg, Pieks. Ich habe ein Sichelmondgras. Wo ist denn mein ganzes Gras geblieben? Ich habe es konsumiert. Ich werde es umstrukturieren müssen. Dass die hier immer wieder alles automatisch reinlegen. Wir haben doch noch Halbmondgras. Ja, zur Not brauche ich ein bisschen Halbmondgras. Man weiß es nicht. Besser zu viel heilen, als gar nicht heilen. Logisch, oder? Das ist sehr logisch. Denn zu viel heilen lässt dann wenigstens überleben. Hallo. Ich bin hier, um mit Ihnen zu reden über Ihren Lebenszustand. Jetzt ist dieser beendet. Nicht mehr ganz so gut, würde ich sagen. Oh, da mischt sich schon wieder einer ein. Weißt du? Alles so eine feigen Säcke. So, es wird Zeit für ein wenig Gras. Jetzt kann man Der Schmerz zu stark wird, muss man einfach Gras nehmen. Möchtest du über deine Probleme reden? Welche Probleme? Die Probleme? Ich habe keine Probleme. Okay. Ich habe Gras genommen und deswegen bin ich wieder völlig schmerzfrei. Möchtest du wirklich nicht über deine Probleme reden? Guck mal, keine Kugel mehr für mich. Pieks, 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 pieks. Ach, die kommt nur beim ersten Mal, die Kugel? Selbstverständlich. Oh, guck mal, ich habe unsere Seelen jetzt wiedergeholt. Das sind 909, das ist schon ordentlich was. Wer schießt mich? Wer beschießt mich? Ach, komm. Weiter geht's. Wo ist der Nächste? Ah, der Speermeister. Hallo, Speermann. Mit dem witzigen Hut. Da sind sie wieder. Er trägt auch wieder einen lustigen Hut. Ich finde Sachen, Leute, Tiere, was auch immer, mit lustigen Hüten einfach so lustig. Die sind einfach lustig. Aber warum tragen wir keinen Hut? Ich würde auch gerne einen lustigen Hut tragen. Findest du seinen Hut auch lustig? Nee, der ist ein bisschen langweilig. Der ist langweilig, sagt sie. Ich bin dafür, in der nächsten Aufnahme trage ich einen lustigen Hut. Hast du einen lustigen Hut? Nein. Ich werde mir einen lustigen Hut besorgen. Hier, was ist denn mit Häuptling Rotauge? Soll ich da mal hingehen? Pass auf. Wenn dieses Video einen einzigen Aufruf bekommt, dann kaufe ich mir einen lustigen Hut. Von eBay. Vielleicht sind da welche zu verschenken. Da werde ich mir sofort mit meinem Fremdaccount einfach das Video aufrufen. Zack. Schon gibt's Hut-Special. Gleich mit der zweiten Folge ein Special-Video. Ich bin dafür, wir machen ein Abonnenten-Special. Mein Abonnenten-Special? Jetzt schon? Ja. Pums. Oh. Pums. Ich pumse dich weg, Junge. Oh. Da. Boah. Gibt's da eigentlich irgendwo einen Händler? Selbstverständlich. Kommt der gleich? Das weiß ich gar nicht mehr, wann der kam. Aber es gibt hier einen. Weil wir haben schon sehr viele Seelen gesammelt. Korrekt. Und weißt du, was der nächste großartige Feature dieses Spiels ist? Boss? Nach dem ersten Boss darfst du erst das erste Mal leveln. Das heißt, bis zum Boss musst du diese Seelen jetzt behalten. Oder halt beim Händler ausgeben. Oder beim Händler ausgeben. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Hallo. Siehst, hier ist eine Bombenstimmung. Zack. Ich mag Harald. Sehr sympathisch. Sympathische junge Frau. Ich habe schon wieder den verdammten Seelenpfeil ausgewählt. Sag mir das doch. Bitte heile dich, es stresst mich. Ja, mich auch. Ich bin angespannt. Da haben sie mir schon wieder das Terpentin da reingelegt. Ich möchte das nicht. Weg damit. Es wäre jetzt wirklich sehr blöd, durch einen dummen Tod zu sterben. Oh, guck mal, Ketten. Pums. Hat es was gebracht? Pums. Ja, da fallen Leichen runter. Ah.
Aber du weißt ja, was du tust, deswegen wirst du nicht sterben. Ich weiß, was ich tue. Noch weiß ich das. Irgendwann weiß ich es aber auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was du tust. Und das ist ich weiß gut. auch nicht, was ich tue. Das könnte etwas langweilig sein. Was? Weil es keinen Überraschungsmoment für mich gibt. Außer wenn ich einfach gleich verbrenne. Ich bin leicht gestresst. Ich auch. Warte, ich mache es anders. Ich laufe weg. Ich laufe weg und benutze einfach die feige Taktik und benutze einfach meinen super tollen Seelenfall. Nein, ich benutze ihn nicht, weil ich zu langsam bin. Manchmal muss man einfach vor seinen Problemen weglaufen. Nein, da muss ich ja hin. Denn da ist der Shortcut. Ich kann nicht weglaufen. Bumm. Ja, kommt alles schön der Reihe nach. So ist es am besten. Zack. Was habe ich da eingesammelt? Ich habe zu schnell weggedrückt. Ich habe nur gesehen, dass ich Gras aufgesammelt habe und noch etwas. Das andere ist unwichtig, solange du Gras hast. As long as you have grass. Grass? Macht das Spiel mir Spaß. Was das wohl für ein merkwürdiges Instrument ist. Ein Hebel. Magst du seine Leiche noch plündern? Ich mag erstmal, dass das Tor aufgeht. Sichelmondgras. Das ist etwa der Shortcut. Das ist, der Shortcut. Guck mal, der Ring der Adhäsion. Ich weiß, was er bringt. Was meinst du, bringt dieser wunderbare Ring? Unsterblichkeit. Nein. Nein, das ist wirklich nicht. Nein, es ist besser. Er verringert den TP-Verlust. Das heißt, nicht mehr halbe Energie, sondern dreiviertel Energie. Großartig, oh, oder? Das ist super. Einmal gefunden, nie wieder abgelegt. Oh, guck mal. Altes Gewürz. Was? Altes Gewürz. Ob das noch so gut ist? Bist du als Gewürz? Ja, der Haarschmuck. Wofür war das denn wieder gut? Brauchen wir sowas? Und wo war das nochmal drin? Hier bestimmt. Nein. Wir tragen eine Krone? Wir sind doch ein Adliger. Zeig mal, geh mal raus. Wo raus? Wo ist unsere Krone? Wo tragen wir diese? Da. Ach, das ist mir... Da oben, der Ring da, das Ding. Ist mir in unserem schönen Gesicht gar nicht aufgefallen. Was sagst du denn? Ich habe das Gefühl, du machst dich über Harald lustig. Nee, ich finde Harald schön. Ich auch. Ich bin wirklich ein Fan von Harald. Harald Gaming. Und trotzdem frage ich dich, was war der Jadehaarschmuck da? Was bringt er uns? Ein einfacher Jadehaarschmuck. Ob er von einem armen kleinen Mädchen gehört hat? Das ist Diebstahl. Ob das wohl vielleicht eine Tochter ist? Kann man das zu dem Thomas? Thorsten? Thomas? Jürgen? Thomas? Thomas? Thomas, Thomas bringen kann? Das kann man machen. Darf ich das machen? Ich werde einmal an den Nexus gehen und ich würde dann einfach vorschlagen, dass wir einfach mal einen übelsten Cliffhanger machen. Ja. Ja. Genial, oder? Dramaturgisch besonders wertvoll. Für die eine Person da draußen, die sich das anschaut. Wir machen einen Cliffhanger. Wir machen einen krassen Cliffhanger hier rein, indem wir einfach sagen, ich lege dieses Gamepad hier ab. Ich möchte Harald nochmal umdrehen. Ich finde, wir sagen nochmal Tschüss mit unserem schönen Gesicht. Wir machen Tschüss mit unserem schönen Gesicht. Pass auf, jetzt kommt wieder der großartige technische Move. Wow, wir sind wild. Da würde ich jetzt nämlich einfach mal sagen, für diese Folge Schluss und in der nächsten Folge geht's weiter. Krass, oder? Wer hätte das gedacht? Ein bisschen Spielspaß mit Harald kann dann fortgeführt werden. Mit Harald und dann finden wir vielleicht auch heraus, was dieser ominöse Jadehaarschmuck auf sich hat. Kann Harald winken? Kann man dort Aktionen ausführen? Ich glaube, in dem Spiel ging das noch nicht. Okay, dann stellt euch vor, Harald winkt. Aber Harald winkt ja auch nicht. Ich kann ja auch keiner Harald sehen. Ich habe ja umgeschaltet. Man sieht doch nur noch uns. Ach ja, ich komme. Vergiss es nicht. Bei Technikfragen, nicht Vero-Fragen. Bei Technikfragen fragen Sie mich oder Ihren guten Fachhändler. Ich bin dafür, an dieser Stelle winken wir einfach. Wir winken und sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Froh und heiter geht's dann weiter.